So, und da geht es auch direkt ohne Unterbrechung weiter bei Ghost of Tsushima. Ja, das sieht da vorne aus wie so ein Außenposten. Da oben ist auf jeden Fall einer auf dem Ausguck, auf dem Turm. Steinbogenkreuzung, mongolisches Gebiet. Alles klar, dann werde ich mal nach oben mir einen besseren Überblick verschaffen. Und dann ist die Folge eine kleine Erkundungstour. Na komm, hoch da. Und auf dem Weg zur eigentlichen Quest dann. Boah, Junge, pass auf, Mensch. Hoch, hoch. So, jetzt mal ein bisschen konzentrierter. So, und da solltest du hochklettern. Und diesmal guck mal kurz auf die Karte. Da. Steinbogenkreuzung. Sechsmal Stahl und ein Kampfhaltungsfortschritt. So, das heißt, hier müsste dann ja auch wieder so ein Anführer sein. Ja, da hinten ist er. Finde und beobachte den Mongolenanführer. Töte einen Gegner aus der Deckung einer Rauchbombe. Das versuche ich mal. Kehre zum Missionsgebiet zurück. Ja, habe ich doch vor. Oh, da sind auch noch mal zwei Bogenschützen. So, einmal die Energie voll machen. So, und ihr Anführer trainiert hier unten. Ah, da war es eben. Anführer beobachtet. Sehr cool. So, die Frage ist, wie töte ich sie mit der Rauchbombe optimal? Ich glaube, wenn ich den auf den Turm ausschalte. Das kriegt keiner so wirklich mit. Der hat gesessen, ey. So, da sind nur zwei. Und vorm Tor links noch einer. Und der Controller vibriert. Also hier unten ist auch wieder irgendein Mongolen-Artefakt oder sowas. Muss ich hier nur noch runterkommen, ohne mir den Hals zu brechen und ohne entdeckt zu werden. Ach du, wo kommt der denn her? Schauen wir uns doch einmal hier um. Aus der Deckung einer Rauchbombe. Die kann ich ja. Nee, Quatsch, wie war denn das? Zip und Rauchbombe. Gut. Ja, ist ein bisschen doof mit den beiden. Aber den kann ich mir noch mal wegnaschen. Schaffe ich nicht, runter zu springen.
Na komm. So, R1, Rauchbombe und Viereck. Wie, du lebst noch. Wow, wow, wow. Hallo, hallo, hallo. Was geht denn jetzt ab, sag mal? So, jetzt aber. Ja, das hat ja... Ups, sorry. Hat er nicht hingehauen. Ja, Anführer sind leider ein bisschen zu stark anscheinend für die... Attentat-Kills. So, einer hockt da noch am Feuer. Da geht gerade einer. Oh, da ist auch noch einer. So, und die kleine Patrouille muss ja gleich eigentlich auch wieder zurückkommen. Leitender Wind rufen, Respekt zeigen. Ich glaube, ich höre ihn. Ja, da kommt er. So, cool, eine Rauchbombe gefunden. Das ist natürlich sehr schick. Dann kann ich mir da hinten nochmal einen Vivat herausfordern. So, nochmal ein Mongolen-Artefakt gefunden. Munition. So, R2, dann einmal die Rauchbombe auswählen. Ah, irgendwie kriechen. So, jetzt aber. So, noch bevor er hier Verdacht schöpfen kann, nehme ich den auch aus dem Spiel. Und jetzt muss ich schnell sein. Hinlaufen, Rauchbombe schmeißen, Attentat.
Da sind sie, so. Sehr cool. So, das war's ja. Nächstes Mongolenlager erlegt. Stahl, sehr cool. Ja, eine Rauchbombe war cool. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum der andere jetzt hier dann irgendwie ins Wildschwein reingehumpelt oder so oder gestolpert. Ich kann das Schwert verbessern. Sehr cool. Ja, das war's mit dem kleinen Außenposten. Noch mehr Stahl. Gut, hier hatte ich alles, da hatte ich alles. Brandpfeil mit. Und guck mal. Fast übersehen, vergessen. So, oh, links von mir. Weiter im Text. Lohnt sich auf jeden Fall, sowas hier anzugreifen. Ordentlich Ressourcen mitgenommen. Ich muss jetzt aber nicht nochmal zu jedem Soldaten einzeln irgendwie hin und gucken, ob der noch irgendwie eine Münze in der Tasche hat oder so. Hierher! Cool, und weiter geht's. Oha. Was auch immer du sagst, mein Freund. Hinter dir. Schau mal was, Junge. Hallo, steh doch mal auf. So, geschnetzelt es jetzt hier. Der hat gut ausgeteilt. Hä, was? Schnell? Ach so. Alles wird wieder gut. Ihr seid frei. Sucht einen sicheren Ort. Ich dachte, das hätte ich. Ich habe ein Lager am Fluss aufgeschlagen, der Asamo von Zuzu trennt. Die Mongolen kamen und fingen an, alle Bäume zu fällen. Für Belagerungswaffen, glaube ich. Ich werde ihr Holzfällerlager finden und ihre Arbeiten stilllegen. Ja, den Falken hatte ich zwar gesehen, ich habe auch kurz überlegt, ob ich mir die noch mit Pfeil und Bogen weghole, aber ich habe die eh rausgefordert, von daher kriegen die anderen sowieso mit, dass ich da bin. Aber ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn man dann in den mongolisches Gebiet, wenn man den Falken dann irgendwie mit dem Pfeil wegschießt, das werden die ja wohl mitbekommen. Oh.
Schalte den Lagergeneral aus. Erlange das gestohlene Eisen wieder. Hole Sashimono-Banner zurück. Besiege Gegner mit einem Kopfschuss. Aber ich bin kurz vom Ziel. Huch, was war hier? Steinbogenkreuzung. Achso, ja, das war der Außenposten. Brenne die Holzfällerbasis nieder. Achso, ich dachte, ich kann da rein. Das Tor ist zu. Hä? Das ist natürlich ganz clever von den Jungs. Keine Wachen am Tor. Tor einschleichen. So. Komm ich hier rein? Nee, er kommt raus. Okay. Dann hab ich in meinem... Oh, shit. Geht bloß wieder rein da. Ich würde sagen, dann habe ich in meinem Repertoire nämlich noch die kleine Glocke. So, und ich finde, die Leichen müsste man jetzt auch noch irgendwie ein Stück wegschleifen können. Okay, der hat nicht entzählt. So, und 3 per Kopfschuss. Sollte doch zu machen sein. Wird definitiv Bogenschützen hier oben geben. Okay, hier ist auch alles auf. Vorräte. Stahl und der Controller vibriert aber ganz gewaltig. Das Vibrieren ist weg. Pfeile sind voll. Noch einer. Da hinten steht er. Und da vorne kommt noch einer. Das war knapp.
Der war doch eben noch nicht da oben drauf. Hier links vibriert es auch schon wieder. Ah, okay. Hier muss ja irgendwo noch ein Artefakt sein, ey. Wahrscheinlich da oben. So, einmal auf den Turm Überblick verschaffen. Da hinten steht noch einer. Da ist einer. So, das war Kopfschuss Nummer 2. Da ist einer. Sehr cool. Sashimono-Banner. Und schalte den Lagergeneral aus. Ich wollte gerade sagen, ich höre Schritte, aber das bin ich selbst. Schade, liegt doch irgendwie nichts drin, ne? Okay, Rauchbomben sind voll. Ups, nicht ins Feuer. Auch nix. Nee, schade. Gut, dann einmal in das Zelt rein da hinten. Drei Windglocken wieder. Ist einer. Von da komme ich. Gott, da ist soweit gesäubert. Oh!
Okay, da sind nur Feuerschalen. Okay, da hinten sind Gegner. Ah, ist so ein kleiner Penner. Hättest du nicht gebrüllt, hättest du mich sogar noch erwischt. Wow, ist da noch einer. Okay, Leute. Einmal hoch für einen Überblick. Ja, da steht auf jeden Fall noch einer. Da steht noch. Okay, da ist ein Banner. Oh, bin ich vorbeigelaufen. Sehr cool. Und irgendwo vibriert es hier immer noch. Ich denke mal, ich muss da rum jetzt rein. Okay, ich hätte gedacht, er kann den Turm hochklettern. Dem war offensichtlich nicht so. So, jetzt schauen wir mal weiter hier. Das ist, glaube ich, der Anführer. Oha. Oh.
Okay, zum Klingen habe ich eine Glocke geschmissen, ich Idiot. Ey. Oh, der hat geschlafen. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch gar nicht erwischt. So, da ist der Anführer. Und da oben ist noch ein Banner. Verbleibende Gegner herausfordern. Glöckchen. So, das waren alle Banner. So, und ich glaube, den General, den hole ich mir gleich im Duell. Nee, das ist der General. Sind ne Gumbel, hä? Ah, das war alles. Chiharwo! Ach, ist Barry! Oh, Junge. Oh, jetzt aber. Ja, mit der Sicht ist man auch ein bisschen doof. So, Aufzeichnung. Noch ein Artefakt mitgenommen. So, ich würde fast sagen, das war's jetzt hier auch schon. Jo, dann haben wir uns einmal im Kreis gemetzelt hier. Ach, guck mal, die muss ich noch in die Luft jagen. Brenne die Holzfällerbasis nieder.
Und einen Technikpunkt verdient. Sehr cool. Und zweimal Gold, wofür auch immer das später gut sein wird. Wo bin ich denn jetzt hier? So, weiter im Text. Haben wir erledigt. Und dann reiten wir noch hier unten runter. Und dann geht's da beim nächsten Mal weiter. 180 Meter. Ja, bis vor die Tür reite ich da noch. Ja, ich glaube, da ist das. Ja, cool. Ja, hat Spaß gemacht. Sowohl die offiziellen Herausforderungen als auch das Rumschleichen macht echt Spaß. Gut sieht er aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Der gebrochene Schmied. Viel Spaß weiterhin und ciao.